Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Immer noch auf der Holden Rekin. Rekin, ja. Beziehungsweise wieder, denn wir haben ja aufs Game ein paar Sachen erlebt. Ihre Fackel. Danke. Nette Sachen. Allerdings. Aber die Karotten lassen wir dann. Hätte ich nicht sagen dürfen. Ich mir schon insgeheim gedacht, das ist leer. Na gut. Kann da nochmal reingehen. Mal gucken, was uns da noch so erwartet. Wahrscheinlich noch ein paar Korsaren. Werden wir verschmähen. Ja. Doch keinen Hunger, wir haben gerade was gegessen. Also, eine Bratkartoffel, wenn wir die jetzt da rausmachen. Gut. Ist da jemand? Jo. Ist schon jemand. Das ist ein Sonist. Aber der ist auch ein Feind. Ihr werdet Himmelsrand nicht lebend verlassen! Das war dein Leben. Offensichtlich. Naja, lass ihr auch mal ihren Spaß. Und du hast die Seele gefüllt. Jo. Also, den Seelenschein meine ich jetzt gefüllt. Jo. Und das ist ja... Okay. Da ist noch einer. Naja, klar. Bitte, das war alles. Ja, wir gehen immer nach Ausdauer. Und du? Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Ihr lauft los und ich steche euch in den Rücken. Na. Immer wieder diese Ladeermung. Warum hast du Laden? Weil ich zu schnell wieder drück. Nein! Bevor der Bogen. Wir sind verloren! Wieder in Ausgangsposition ist. Ja. Gut. Hätte wissen müssen, dass sie lügt. Es kommt noch sagte, sie würde auf mich warten. Aber das tun sie ja nie. Nö. Diese Wattspieler, aber ey. Tun sie ja nie. Warum schieße ich eigentlich mit Eisenpfeilen? Warum nicht? Oh, weil ich die Orkpfeile alle verschossen habe. So. Das war keine so gute Idee. Nein. Aber... Okay, dann mal. Ich meine, wir können natürlich erstmal alles... Das gucken wir uns hier mal. Genau, und dann werden wir anschließend plündern. Ich glaube, das ist vielleicht sogar besser. Oh. Oder nicht? Ui, da hat der Kohle, oder? Ja. Wow. Du wolltest ja eigentlich deine Dinge noch vergeben, aber was machen wir erstmal? Keine Sekunde verbringe ich mehr in diesem stinkenden Kerker. Das sterbe ich doch lieber als... Ist doch kein Kerker, du Blödi. Das ist ein wunderbares Schiff. Vergoldete Elfenrüstung. Oh, vergoldete Elfenrüstung. Vergeben. Die bringt Kohle. Na, kennen wir. Aber starke Heilung kann man nehmen, oder? Bringt eine Restlasse. Ja. Säge. Ja. Nach drei gelehrten Viren
beginnt der Ork zu spielen. sagte Elf Gebewohl. Ja, niemand konnte es sagen, es war nicht zu erraten, dass musste sterben. Jawohl. Schätze, in diesem Falle bist du das. Knillig. Obwohl ein Ork ist mein ganz harter Gegner. Speichern und dann hier gleich kurz mal runter. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Ja. Ganz anders. Quatsch. Uje, wo hast du denn den in den Tropf? Ui, der Arme. Ich weiß ja auch nicht. Au, au, au. Ich hoffe, der war ja vorher schon tot. Du, eine kleine Hure. Das Balk ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Nicht einen rostigen Septim von mir. Na ja, hier wahrscheinlich. Vielleicht kommt er ja auch gerade um die Ecke. Schreckt mich nicht. Ich glaube nicht. Würde mir ein Alter. War einst eine Holde. Ihr Haar, es glich dem Golde des Frühlings ins Rossmerkei. Wir haben aber viele Segen hier. Irgendwo ist er ja richtig niedlich, wie er singt. Oder? Ja. Ja, Lederstreifen! Was bleibt immer noch hin? Geh zur Akademie, sagte Vater. Benutzt euren Verstand, hat ich er gesagt. Ich weiß ja nicht, was mit dem... Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat? War wohl nichts mit dem Verstand, oder? Genau. Äpfel, Kartoffeln, Kohl. Ja, gut für eine Suppe. Eine Gemüsesuppe. Diese und anschließend Brot mit Käse. Und ich hab doch gar keinen Hunger. Aber hat er gehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Genau. Oh. Ich bin der doof, wa? Ja, und da muss man sie umbringen. Nicht umbringen. Könnt sie viel leichter umbringen, wenn sie sich nicht wehren würden. Taschendiebstahl. Das ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an, holt sich, was man will und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. Hört sich eigentlich eher langweilig an. Ja, keine Ahnung. Kannst du meine Laute immer ein bisschen spielen, dann kommt er freiwillig. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Auch nicht. Die Nähe ist da vorne. Ach, so viel Gold. Verlogene kleine Hure. Das Balk ist nicht von mir. Ach, hast du mal wieder was genommen? Und dann sagst du, was habe ich denn mitgenommen? Ja, was habe ich jetzt mit? Ach, irgend so eine Kleidung, so eine Fein oder irgend so eine normale Kleidung halt. Lasse, das ist nicht schlimm, die ist nicht schwer und Tunika mit Gürtel. Aber die bringt überhaupt nichts. Weg damit. Na. Könnte von jedem sein. Kriegt nicht einen rostigen Septim von mir. Rostiger Septim? Wer ist hier? Lydia beleidigt unser Geschlecht. Wir werden ihm jetzt eins auf die Mütze geben. Stimmt's? Pepe wird unser Rächer. Zwei Dreien. Was hat er sich dabei nur gedacht? Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. Vielleicht mal wieder speichern. Was war das? Das war...
Bei den Göttern, nein! Bei welchen Göttern? Ja, da hat doch einen. Genug, das reicht. Blockst du und dann haust du wieder. Wir sind verloren. Wir? Das war's. Großmäulige Maus, so. Aber hat doch nicht Kohle, die haben da einen ganz guten Zug gemacht, hä? Wer weiß, sehen sie da. Ausgeraubt. Vier Stahlpfeile hat er zurückgegeben, ist doch nett von ihm. Ein feiner Zug. Das war nicht Absicht. Nee. No. Weiß mir nicht, sehr schön. Mist. Hüpf nur noch ein bisschen lauter rum, dann werden die anderen dich schon noch merken. Und anschließend dann wieder schleichen wollen. Ne? Die denn da? Komm, die machen wir Räuberleiter. Hey, guck, dreh dich mal um, ich glaube, da geht vielleicht sogar, guck mal. Oder, wenn du an den Dingern nicht vorbeischleichst. Ja. Das ist der. Geschafft. Ja, Lüdi, da guckst du, wa? Lüdi, da guckst du. Wollte ich auch mal sagen. Hast du ja auch gesagt. Psst, das war ganz leid. Psst, da ist noch einer bestimmt. Aber irgendwo treibt sich bestimmt noch einer rum. Wir werden doch wohl die Mannschaft nicht ganz alleine lassen. Muss doch irgendwo irgendeine Führungskraft geben. Oh, eine sogenannte. Nein, welche haben wir schon genug verkauft? Verkaufst nach und nach wohl unsere ganze Ausstattung im Haus Friesenheim. Durchaus akzeptables Verhältnis. Ich würde mich gar nicht. Sie wird niemand. Ah ja. Aber nett gedeckt, dieser Tisch. Lachsbraten, Schlachtfleisch, Wein, Käse, Brot. Nochmal Wein. Wow. Bratener. Angebrannter Schlachterfisch. Delikatesse. Da ist er allein. Aber hatte nicht, er hatte keine gute Rüstung an. Er war in seiner feinen Kleidung. Ja. Das ist ja vielleicht nicht so gut. Aber nur für ihn. Ich weiß nicht, wer das war. Möglicherweise hat er einen Schlüssel. Wir aber wollen ja üben. Oh, guck mal.
Fisch. Eine leere Schüssel. Ist leer. Bin ich aber jetzt nicht in Ordnung. Ja, ich auch. Ah, der Bettlerprinz ist auch eine hübsche Geschichte. Kannst du deine verkaufte... das verkaufte Inventar wieder ersetzen. Feine Kleidung, ist gar nicht mal so übel. So, 1:40. Ja. Genau. Ah, er ist der erste Offizier, siehst du, da musst du doch einer sein. Siehst du, der hat die feine Stiefel, jo. Könnt ihr euch das bei ihm? Stein lassen wir auch liegen. Orca-Fleisch. Nehmen wir mit. Was ist denn das Buch hier vorne? Ach, ganz im Feuer, aber das kennen wir, die kennen wir noch nicht. Gut. Oh, danke. Das ist ja toll, mal speichern. So nett. Ja, das sollte ich meine, dass sich Rotverdun relativ gut, leicht mit Redekunst tun. Scheint er von Haus aus einen leichten Bonus drauf zu haben. Ah. Ach, nimmst du auch die leeren Flaschen mit? Meinst du, das ist der Pfand für, oder was? Mal gucken, wie viel. Ist es wahrscheinlich? Ja. Das war Reflex. Das war ja wohl nicht so. Ja, ein Reflex. Das haben sie dann immer. Klauen in der das war doch nur ein Reflex. Gut, naja. Ich würde sagen, damit haben wir es. So, glaube ich auch. Es sieht ganz so aus. Da liegt eine Backenkoffel unter dem Tisch. Lassen wir da mal. Es war niemand mehr der aufräumen kann. Aber irgendwo müsste ja der Kapitän auch noch sein. Die Truhe ist ja leer. Das fand ich auf Landgang. Deshalb da haben wir noch nicht geguckt, aber... Oh, da läuft Wasser rein. Oh. Da ist wohl Schiffen drauf zu. Noch was? Ich habe den Eindruck, dass nicht... Mehlsack im Sack. Ein Mehlsack ist im Sack. Aha. War doch ein netter kleiner Ausflug. Jo. Hier mal in der Gegend noch ein bisschen um. Gut. Mit am Dock. Können wir mal noch ein bisschen hier rumgucken. Aber wenn du irgendeine Mine oder sowas triffst, dann wirst du das sowieso das alles gleich schürfen. Hm? Wir müssen ab und zu mal auf die Felsen gucken, von wegen Schürfen und wir brauchen auf jeden Fall Stachelgras ist immer gut. Sollen wir später anpflanzen, aber im Augenblick. Na gut. Im Moment haben wir nicht mehr Platz zum Anpflanzen. Nee. Ja. Stachelgras. Sehr schön. Aber ich finde das Orglied immer so schön. Nach ein paar, keine Ahnung, ein paar Bieren beginnt der Org zu stieren. Ja. Ach, Lüdi kommt da unten. Lüdi, was machst du denn da? Schwimmst du? Sieht mir aber ganz schön kalt aus, das Wasser. Ja, da bist du ja schon. Ey, guck mal, die sind Karniswurzeln.
Da kannst du aber wirklich sie zu sagen. Ja, und weißt du was? Hawker. Wir werden die Hawker mal umgehen, wir werden die nämlich nicht abschlachten, weil die eigentlich friedlich sind. Wenn wir Hawker Zähne brauchen, dann kaufen wir die. In der Hoffnung, dass andere die dann geschlachtet haben. Jö, was haben wir denn hier? Eisen. Das kann man ja noch schürfen. Klar, das nehmen wir mit. Und dann werden wir Schluss machen müssen, all die Weile. Die Zeit ist erreicht. Gut. Bis dann. Okay, bis dann, ciao.